GLP zeigt sich. Also zumindest zeige ich ihn. Denn ich habe ihn gefunden. Nach jahrelanger Recherche, Paluten besuchen, ihn in einen Kürbis verwandeln und Apfelschorle trinken, habe ich ein Foto auf Instagram gefunden. Das war aber leider nicht German Let's Play. Deshalb musste ich GLPs Haarlänge herausfinden. Das habe ich nicht hinbekommen, dafür bin ich zu schlecht. Und in meiner Verzweiflung habe ich alle YouTuber angeschrieben, die ihn kennen, um zu fragen, ob er Manuel heißt. Und er heißt Manuel, also das stimmt. Aber dann fiel es mir endlich ein. Es gab schon immer eine viel, viel einfachere Methode. Damit habe ich GLP ganz, ganz schnell gefunden. Das ist er. Das ist GLP. Also, das war das erste Ergebnis, als ich GLP auf Google gesucht habe. Wenn ihr wollt, abonniert. Tschüss.